Die USA erleben den längsten Wirtschaftsaufschwung ihrer Geschichte, aber das ist ein Fall von Doping. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster Doping durch die Notenbanken. Und man muss sich mal vorstellen, was ohne diese Spritzen der Notenbanken passiert wäre. Das wäre in etwa so, als würde man Lance Armstrong, dem gedopten Lance Armstrong, zum Tour de France-Sieg gratulieren. Klar, das ist wahrscheinlich mit Doping auch noch eine Leistung, aber es schmälert natürlich doch deutlich diese Leistung, wenn ich weiß, da geht es nicht mit rechten Dingen zu und es geht schlichtweg nicht mit rechten Dingen zu, indem die Notenbanken grundsätzlich das gesamte Wirtschaftsleben so massiv manipulieren, dass sie erstens den Zins vernichten, vor allem den Zins vernichten und damit sozusagen jede Risikoabwägung ad absurdum führen. Deswegen sehen wir extreme Dinge an den Märkten. Und jetzt ist offenkundig die Lage so, dass der Wirtschaftsabschwung global immer mehr an Fahrt aufnimmt. Das zeigen aktuelle Daten dazu gleich mehr. Dementsprechend geraten die Notenbanken jetzt in Panik, weil sie sich sagen, das hat eine Zeit lang geholfen, dieses Doping. Aber inzwischen scheinen wir da an unsere Grenzen zu kommen. Und die Antwort ist noch mehr Doping, damit man die Schwäche kurieren kann. Schauen wir uns diesen Aufschwung mal an. Dann sehen wir hier die längsten Expansionsperioden der Wirtschaft. Wir hatten hier die Periode 1991 bis 2001, also bis zum Platzen der Dotcom-Bubble. Da hatten wir 120 Monate es geschafft, praktisch ohne Rezession auszukommen. Mit dem heutigen Tag, mit dem Beginn des Juli, da sind wir bei 121, aber wie gesagt, es ist ein Fall des Dopings und jetzt verschlechtern sich die Dinge. Schauen wir uns mal die Einkaufsmanager-Indizes an, die wir in den letzten Tagen bekommen haben. Heute Nacht China, Kaixin Einkaufsmanager-Index 49,4, also unter der Expansion-Kontraktionsschwelle. Wir sehen heute Europa, Eurozone final 47,6 Kontraktion, wir sehen Deutschland Kontraktion. Wir sehen auch in anderen Ländern eben immer wieder wie Taiwan 45, Südkorea 47 und ein paar zerquetschte. Also das ist schon eine globale Geschichte. Das ist kein Einzelfenomen, sondern wirklich ein Phänomen, was die Weltökonomie betrifft. Und wir haben heute dann den Chicago, nicht den Chicago, den ISM-Index Manufacturing bekommen, der sich zwar in der Headline-Zahl besser gehalten hat mit 51,7, obwohl es der schwächste Wert seit 2016 war, genauer gesagt seit September 2016. Aber wenn man sich mal die Komponenten anschaut, bezahlte Preise unter 48, also rückläufige Preise. Wir haben neue Auftragseingänge bei 50,0, genau an der Schwelle, also zwischen Kontraktion und Expansion, Stagnation könnte man dazu sagen. Wie schaut es aber aus an den Aktienmärkten? Da steigen die Kurse. Wir sind heute auf einem neuen Allzeithoch. Nachdem Donald Trump hier diesen Waffenstillstand geschlossen hat, auch in Sachen Huawei, naja, nicht so wirklich. Erstens ist in dieser ganzen Geschichte, in diesem Waffenstillstand keine Befristung drin. Das heißt, Donald Trump kann nach Gutdünken jederzeit dieses wieder aufkündigen. Huawei ist zwar nicht mehr von allen Dingen ausgeschlossen, bleibt aber auf der Blacklist, hat also nach wie vor diese massiven Einschränkungen. Also das ist natürlich ein schönes PR-Ding, aber die Frage ist, wie weit ist man von einem Deal entfernt? Und nach meiner Auffassung ist man genauso weit davon entfernt wie eben vor dem G20-Gipfel ohne die schönen Bilder dazu. Schauen wir uns mal die Aktienmärkte an und dann sehen wir hier zum Beispiel das Bottom-up EPS One Year. Hier sehen wir, dass praktisch die Gewinnerwartungen der Unternehmen laut Analysten immer weiter zurückgehen, während die Kurse weiter steigen. Das Ganze wird bestätigt auch durch folgende Grafik. Hier sehen wir zum Beispiel die sogenannte Negative Guidance durch Unternehmen, also praktisch so eine Art Gewinnwarnung. Und diese Gewinnwarnungen sind so hoch wie seit dem ersten Quartal 2016 nicht mehr. Wir stehen ja jetzt am Beginn der US-Berichtssaison und wir werden sehen, wie die eben verlaufen wird. Das ist also ein Stück weit die ökonomische Realität der Unternehmen und die ökonomische Realität der Konjunktur, was wir in den Einkaufsmanager-Indizes gesehen haben. Und demgegenüber stehen die Notenbanken und stehen die Manipulationen und stehen die Reaktionen der Märkte auf diese Manipulationen. Und dann kann man sagen, natürlich, die Märkte stehen auf Allzeithoch, da muss doch alles gut sein. Nein, ich sehe meine Aufgabe darin, eben diese Differenz zu zeigen. Das hat nichts mit Trading zu tun, nicht mit 5 Minuten, 10 Minuten, vielleicht auch einem Tag Trading, sondern ich sehe meine Aufgabe eben vorwiegend gerade darin, diese Differenz aufzuzeigen zwischen fundamentalen Fakten und eben manipulierten Märkten, durch Notenbanken manipulierten Märkten. Und das ist, glaube ich, das, was man
heutzutage tun kann, vielleicht auch tun sollte angesichts der Lage, in der wir derzeit sind. Schauen wir uns die Märkte heute an und gucken mal an, was da so los ist. Wir haben den S&P 500, der gestiegen ist sogar über die 2975er Marke, mit diesem Gap heute Nacht schon wegen des PR-Gags von Donald Trump. Dann sind wir jetzt so ein bisschen wieder runtergekommen, kein echter Verkaufsdruck, aber es scheint eben auch die Luft ein bisschen dünner zu werden nach dem Siegeslauf. Wir haben den Dow Jones aktuell bei 26.723 Punkten und der Nasdaq, der am teuersten ist mit Abstand aller Indizes, wenn man sich mal anschaut, welche Perspektiven da wahrscheinlich sind. Wir haben auf der einen Seite Regularien, die wohl auf viele Tech-Firmen warten in den USA, die noch eine Monopolstellung haben. Und wir haben auf der anderen Seite eben eine unglaubliche Diskrepanz in den Bewertungen zwischen Value, also zwischen eher konservativen, dividendenstarken Titeln und eben Wachstumstiteln. Und das wird sich früher oder später auch mal wieder gerade biegen. Wir haben den DAX, der aktuell bei 12.524 handelt. Wir sind ziemlich genau bis 12.620 gelaufen, Widerstandszone. Dann ging es Schritt für Schritt, wenngleich nicht wirklich dynamisch, nach unten. Nach unten geht es für das Gold, zwischenzeitlich der stärkste Abverkauf seit 2,5 Jahren in Prozent. Über 2% ging es nach unten. Klar, es ist dieser sichere Hafengedanke, der natürlich angesichts des globalen Weltfriedens, der mit dem Bruderkuss zwischen Donald Trump, Xi Jinping und dann auch noch sogar Kim Jong-un natürlich jetzt vollkommen eingekehrt ist. Jetzt sind alle Probleme gelöst. Das wissen Sie alle. Jetzt beginnt die heilste Zeit. Wir haben den Euro aktuell auch unter Druck. Wir sehen also Dollarstärke 1,1306, die Gemeinschaftswährung. Und wir haben abschließend den Ölpreis, der ein bisschen zurückkommt, nicht viel, nachdem Russland, Saudi-Arabien und der Irak sich zunächst mal geeinigt haben auf eine Produktionskürzung für weitere 9 Monate, die OPEC heute auch noch am Start. Also da ist sozusagen der Versuch, dieses Angebot zu verknappen, um den Preis irgendwie oben zu halten. Und das gilt natürlich auch für die Aktienmärkte. Aktienrückkäufe verknappen das Angebot, dazu noch die Manipulation der Notenbanken. Aber das divergiert immer mehr mit der Realität. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Auch wenn eben die Kurse weiter nach oben laufen, wird irgendwann die Spanne zwischen Realität und Kursentwicklung kleiner werden müssen, so oder so. Ich wünsche einen wunderschönen Feierabend Ihnen. Bis dann. Ciao.